sind wir auch schon bereit fürs nächste Spiel, oder? Spiel 2. Ich würde den Jingle hören. Oh, da ist er. Und zwar ist das nächste Spiel der Balkenkampf, Freunde. Da freut ihr euch alle. Und da ist unser Top-Kandidat aus den Abiturienten. Wir haben ihn viele Jahre darauf vorbereitet, deswegen macht er auch jetzt erst Abi. Lennart Haupt! Servus, Lennart. Servus. Wie geht's dir? Och, naja, ich bin gespannt. Ja, ich sehe, jahrelanges körperliches Training hatte ich unfassbar abgehärtet. Freust du dich endlich, das Abitur bestanden zu haben? Ja, auf jeden Fall. Ne? Nach 15 Jahren sollte das auch mal drin sein. Ja, kann man mal machen, ne? Ja, komm, hier nochmal Applaus aus der Abi-Gruppe. Wer macht das Ding heute? Der holt den Pokal. Wer kommt denn jetzt aus der Lehrergruppe? Frau Treitzki kommt! Schönen guten Tag, Frau Tatsch. Irgendwas hinter uns. Was soll das denn heißen? Immer gut auf dem Schwebebein. Sie kriegen den Ohrstöpsel, der genauso groß ist wie Lennart. Ja, das ist schwer. Lennart musste das viel öfter üben. Da ist Blei drin. Also, die Regeln sind denkbar einfach. Sie stellen sich auf diesen Balken und verprügeln sich, so spannend es geht, mit den Ohrstöpseln. Und derjenige, der zuerst runterfällt, hat verloren die Runde. Und wir spielen wieder 2 aus 3. Ist nicht so hart. Wären Sie ein Gentleman gewesen, wären Sie hergekommen. Da hat er recht. Oh, oh, oh. Das kann er sich nicht bieten lassen, oder? Das geht mal gar nicht. Jetzt kommt die Rache für meine Mathe-Note. Dreimal die Mathe-Note, Freunde, ne? Jedes Jahr wieder. Natürlich nicht. Herr Felkhaus, wollen Sie die Brille aufbehalten? Splitter im Auge sind nicht schön. Ja, gar nicht. Ja. Okay, dann behalten Sie die auf. Also, Schläge unter die Gürtellinie sind erlaubt. Vom Publikum vielleicht auch gewünscht, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ja. Und dann starten wir einfach mal die erste Runde. Dann würde ich sagen, Anni, Stäbchen fertig, los! Oh ja, es geht hier, sie tasten sich erstmal ran. Oh ja, er probiert es auch. Er haut drauf, auf den Hinterkopf probiert. Ah ja, schön in die Kniekehle. Würde er es schaffen? Einfach ins Gesicht, das geht auf, da fällt er. Du brauchst mich nicht hauen, ich mach gar nicht mit. Herr Steinkraus, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wir spielen doch hier, guckt uns alle zu. Also, damit gehen Sie die erste Runde an Lennart. Seid ihr bereit für die zweite? Dann auf die Schäfchen, fertig, los! Harder, better, faster, stronger. Ich bin den Hektor für die Schäfchen, Mann, das ist ja unfair. Power, never. Ja, Lennart, eigentlich hast du die zwei schon gewonnen, aber sie wollen den Vernichtungsschlag sehen. Bist du bereit? Na, aber klar. Herr Steinkraus, Sie auch. Sollen Sie ihm noch eine geben? Ja, klaro. Punkte. Nee. Da gucken wir nochmal. Aber dann macht los. Auf die Plätze, fertig, go! Yeah.
Herr Steinkraus. War fantastisch. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Lennart. Dankeschön. Da soll noch einer sagen, Leute, die 2 Jahre nochmal das Abitur machen, können nichts. Also, war spannend, oder? Ein harter Kampf, war überragender Sieg für die Abiturienten in dem Fall. Absolut klasse, auch sehr professionell auf jeden Fall. Herr Steinkraus hat es bestimmt nicht zum ersten Mal gemacht. Aber Lennart ist mit Abitur jetzt auch geil zu schlagen. Muss ich auch sagen. Damals war das Abitur noch einfacher, oder Herr Steinkraus? Ja. Uli, hast du dazu was zu sagen? Na, ich würde sagen, das jahrelange Training hat sich ausgezahlt, ne? Ja. Und Georg, schon der zweite Sieg für die Abiturienten. Was ist denn da los? Wo ist das Training? Sind die Lehrer körperlich verweichlicht oder was ist los? Ja, sieht schlecht aus. Keiner wollte mit mir trainieren. Ja. Aber ich muss sagen, Lennart war sehr dynamisch und tigerisch gewirkt. Ja. In meinem Unterricht sah das immer anders aus. Ich habe mehrere Bilder noch auf meinem Handy, wo er schläft. Ja, da hat er sich ausgerufen vom Training. Jahrelang hat er es gemacht. Obwohl er heute erst erfahren hat, dass das Spiel kommt. Ist ja klar. Aber nochmal Applaus für Lennart, Freunde. Ja? Da soll doch einer sagen, dass aus dem sowieso nichts wird. Stimmt ja nicht.